Liebe Freundinnen, liebe Freundinnen, es ist kein Geheimnis, die Stimmung könnte besser sein, aber es geht um wirklich viel. Wir sind auf der Zielgeraden. Es ist noch wirklich alles möglich. Und alles, was zu besprechen ist, können wir danach besprechen. Jetzt müssen wir auf die Straße, müssen für unser Modell der Freiheit werben. Wir wollen keine Verbote und es geht um eine Richtungswahl. Bitte seid so gut, gebt alles, dass wir hier ein gutes Ergebnis erzielen. Ich werde auch alles dafür tun und deshalb Gas geben, richtig kämpfen, dass wir wenigstens an dem Wahlabend ein gutes Ergebnis haben. Ja, am 26. September ist Bundestagswahl und jetzt geht es wirklich in den letzten Tagen um die absolute Mobilisierung. Und wir müssen in dieser Wahl es schaffen, dass wir eine Mehrheit für CDU, CSU hinbekommen und ich bin sicher, dass wir dies schaffen werden. Es geht bei dieser Wahl um viele Dinge. Es geht um eine Richtungswahl, es geht um eine Richtungsentscheidung und es geht auch um Deutschland und unsere Zukunft. Wir wollen ein modernes Deutschland, wir wollen aber auch gewisse Dinge weiter bewahren. Uns ist es deswegen wichtig. Gehen Sie am 26. September wählen, unterstützen Sie die Union mit beiden Stimmen für eine gute Zukunft. Dankeschön. Wir als CDU haben schon oft bewiesen, dass wir erfolgreich und gut regieren und große Krisen meistern können. Keine Frage. Die Corona-Pandemie hat Schwächen unseres Landes offengelegt. Wir werden unser Land besser machen, damit es stark bleibt. Wir lösen Probleme und trauen den Menschen in unserem Land etwas zu. Wir wollen unseren Kindern und Enkeln eine gute Heimat hinterlassen. Alles, was wir tun, tun wir wegen morgen. Lasst uns daher für unsere hervorragenden Kandidaten vor Ort und für unsere CDU um jede Stimme kämpfen. Es lohnt sich.